Im Laufe seiner Diktatur schuf sich Hitler einen inneren Ring an Personen, mit denen er sich meist auf dem Berghof in Obersalzberg umgab. Nähe zu Hitler bedeutete Macht. Viele Personen versuchten alles, um in die Gunst des Diktators zu kommen und dadurch in einflussreiche Positionen zu gelangen. Hermann Fegelein heiratete Mitte 1944 Margarete Gretel Braun, die jüngere Schwester von Eva Braun, sicherte sich dadurch einen festen Platz in Hitlers Umgebung und wurde damit gegen Kriegsende sogar sein Schwager. Als Kommandant verschiedener berittener Einheiten war Fegelein für die Ermordung von Zehntausenden Menschen verantwortlich und entvölkerte ganze Landstriche in den besetzten Ostgebieten. In diesem Video geht es um die Verbrechen von Hermann Fegelein, seinem Aufstieg im Nazireich und seinem Schicksal gegen Kriegsende. Hermann Fegelein wurde am 30. Oktober 1906 in der bayerischen Stadt Ansbach geboren. Als Sohn eines Reitlehrers lernte Fegelein schon mit jungen Jahren das Reiten und nahm erfolgreich an mehreren Turnieren teil. Auf einen der Wettkämpfe lernte er den frühen NSDAP-Politiker Christian Weber kennen, welcher den jungen Fegelein in den Einfluss der Partei brachte und später als sein Wohltäter innerhalb der nationalsozialistischen Kreise fungieren sollte. 1931, also noch vor der offiziellen Machtübernahme Hitlers, trat Fegelein der SS bei und wurde dort der Reiter-SS eingeteilt, welche Mitte 1934 in SS-Reiterstandarten umbenannt wurde. Der opportunistische und ehrgeizige Fegelein stieg schnell in den Rängen der SS auf und wurde nach dem Aufstieg Hitlers zum Kommandeur der SS-Reiterstandarten ernannt, die er maßgeblich mit aufbaute. Die elterliche Reitschule wurde 1937 zum offiziellen Ausbildungszentrum für Mitglieder der Einheit und unterstand als SS-Hauptreitschule München dem Kommando von Heinrich Himmler. Fegelein beeindruckte Himmler mit seinen Fähigkeiten und wurde so Teil seines persönlichen Stabes, war damit nur Himmler selbst unterstellt. Bereits zu dieser Zeit war Hermann Fegelein im Konzentrationslagersystem involviert. Seine Reiterstandarte wurde zeitweise zur Überwachung des Außengeländes des KZ Dachau eingesetzt, wobei die Reiter die offiziellen Uniformen der Wachmannschaften trugen. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg, in der die berittenen SS-Einheiten eine wichtige Rolle spielten. Fegeleins Reiterstandarten nahmen an der Schlacht von Warschau teil, wobei der Kommandant angeschossen und nur unter schwerer Not gerettet werden konnte. Nach der Kapitulation Polens wurde die Einheit weiter ausgebaut und zur gezielten Ermordung von politischen Gegnern oder nicht akzeptierter Ethnien eingesetzt. Fegeleins Einheit verfolgte zu Beginn primär die polnische Elite und war beispielsweise für die Massenerschießung von 1700 Menschen im westlich von Warschau gelegenen Wald von Kampinos verantwortlich. Zu dieser Zeit soll sich Fegelein an den Besitztümern der getöteten Personen bereichert und eine zur damaligen Zeit rechtswidrige Beziehung mit einer polnischen Frau gehabt haben, die schwanger wurde und zu einer Abtreibung gezwungen wurde. Reinhard Heydrich versuchte mehrere Male rechtliche Schritte gegen den Kommandanten der SS-Reiterstandarten einzuleiten, welche jedoch durch Himmler persönlich verhindert wurden. Die nächsten Monate war Fegeleins Einheit für die Partisanenbekämpfung zuständig, wobei teilweise ganze Dörfer entvölkert wurden und auch viele unschuldige Zivilisten ums Leben kamen. Die Einheit tötete teilweise ohne expliziten Befehl und bereicherte sich an den Besitztümern der Todesopfer. Am 20. Juni 1941 begann die Wehrmacht die Operation Barbarossa und marschierte mit 3,8 Millionen Soldaten in die Sowjetunion ein. Fegeleins Einheit operierte hinter der Front und war offiziell für die Partisanenbekämpfung zuständig, wobei es sich bei den meisten Opfern um jüdischstämmige, unschuldige Zivilisten handelte, die systematisch ermordet wurden. Dabei durchkämmten die Reiter hauptsächlich die in der heutigen Ukraine und Belarus gelegenen Prypjat-Sümpfe, welche für motorisierte Einheiten nur schwer zu durchqueren waren. Himmler ordnete Fegelein an, dass alle jüdischen Männer und Jungen über 14 Jahren zu erschießen seien, wohingegen Frauen und Kinder in die Sümpfe gefahren und dort ertränkt werden sollten.
Die Gegend wurde teilweise komplett entvölkert, ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und die Historiker schätzen, dass mehr als 20.000 Menschen von Fegeleins Einheit getötet wurden. Nach der Säuberungsaktion in den Sümpfen von Pripyat war Fegelein für diverse weitere Morde in anderen Gebieten der Sowjetunion verantwortlich. Und bis Ende 1941 fielen rund 40.000 Menschen der Einheit zum Opfer. Anfang 1942 wurde Hermann Fegelein in die Waffen-SS versetzt und war als Kommandant mehrerer Einheiten in Kämpfen an der Ostfront involviert. Ende 1943 wurde er schwer verwundet und für mehrere Wochen hospitalisiert. Heinrich Himmler ernannte Fegelein daraufhin zum Verbindungsoffizier der Waffen-SS, welcher daraufhin als Mittelsmann zwischen Hitler und Himmler fungierte. Fegelein hatte nun regelmäßigen persönlichen Kontakt mit Hitler, fiel gleichzeitig jedoch durch starken Alkoholkonsum und aufbrausende Handlungen auf, weswegen er mehrfach von Himmler ermahnt wurde. Er war im Führerhauptquartier Wolfschanze anwesend, als am 20. Juli 1944 eine von Klaus Schenk Graf von Stauffenberg deponierte Bombe explodierte, befand sich dabei jedoch am anderen Ende des Raumes und wurde nur leicht verletzt. Während seiner Zeit im Hauptquartier lernte Fegelein Eva Brauns Schwester Gretel Braun kennen. Und der Opportunist sah seine Chance, durch sie in die Gunst Hitlers zu gelangen. Fegelein galt als Frauenheld, der viele Sexbeziehungen hatte und nicht dafür bekannt war, sich an eine Frau zu binden. Doch politisch motiviert kamen er und Gretel zusammen und heirateten kurz danach am 3. Juni 1944, wobei Hitler, Himmler und Martin Bormann persönlich als Trauzeugen auftraten. Hitler versprach sich mit der Ehe einen plausiblen Grund, seine zu der Zeit noch geheime Freundin Eva Braun zu offiziellen Anlässen einzuladen. Doch viele Zeitzeugen berichteten davon, dass Evas und Fegeleins Beziehung zueinander über das normale Maß hinausging und die beiden eine Affäre miteinander hatten. Im April 1944 tobte die Schlacht um Berlin. Hitler und seine Regierung harrten im Bunker aus, während in der Hauptstadt heftige Kämpfe wüteten und diese in Schutt und Asche legten. Ohne Hitlers Kenntnis führte Heinrich Himmler Verhandlungsversuche mit den westlichen Alliierten, die jedoch abgewiesen und öffentlich gemacht wurden. Hitler tobte, enthob ihn seines Postens und erließ einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Reichsleiter SS. Da Himmler für den in Berlin eingekesselten Hitler nicht zu fassen war, wurde Fegelein als sein Stellvertreter zum Diktator gebracht und von diesem des Verrates bezichtigt. Er war zuvor betrunken und mit einer großen Summe Bargeld in seiner Wohnung angetroffen worden, was in dem Falle zu seinen Ungunsten ausgelegt wurde. Hermann Fegelein wurde am 28. April 1945 von SS-Männern erschossen, wobei der Ablauf der Hinrichtung bis heute umstritten ist. Laut mehreren Zeugenaussagen wurde er von Hitler persönlich zum Tode verurteilt, welcher damit gegen den Willen von Eva Braun handelte. Ihre Schwester Gretel war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. In einer anderen Version wurde Fegelein lediglich vom Diktator degradiert und in die Schlacht um Berlin geschickt, dann jedoch ohne Hitlers Wissen von einem seiner Untergebenen erschossen. Historiker beschreiben Hermann Fegelein als eiskalten Opportunisten, der keine Skrupel zeigte, um innerhalb des Nazi-Regimes Karriere zu machen und durch Nähe zu Hitler und Himmler großen Einfluss erlangte. Von Zeitzeugen wurde er als eine der ekelhaftesten Personen in Hitlers innerem Kreis bezeichnet, der für Alkoholexzesse, Sexaffären und persönliche Bereicherung bekannt war. Fegelein war ein schwerer Kriegsverbrecher, doch musste sich für die zehntausende Morde nie vor Gericht verantworten.